Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute habe ich Bock, über den Turnaround Jump Shot zu reden. Und wenn ich natürlich an diesen einzigartigen Jump Shot denke, fallen mir drei Spieler ein. Und zwar The GOAT überhaupt, Michael Air Jordan, Kobe Bryant und Dirk Nowitzki. Was immer sehr lustig ist, wenn ich sowas im Video sage, kommt immer jeder mehrere an und sagt, Mike, wie kannst du den und den Spieler nicht nennen? Jedenfalls, der Turnaround Jump Shot. Ich gehe jetzt erstmal so auf den Amateurbereich, welche Leute ich so in der Laufbahn meiner Karriere so kennengelernt habe. Und da gibt es ein paar ganz besondere Fälle, die machen den ganz special, ganz speziell. Und zwar, man ist ja gewohnt, ne, Turnaround, man steht mit dem Rücken zum Verteidiger, Verteidiger steht hinter einem und jetzt dreht man sich weg, will vom Verteidiger weg ein bisschen Platz machen, ne, springt noch nach hinten, fällt nach hinten und wirft ihn halt, ne, mit einem schönen Fadeaway noch so dazu. Das ist also meine persönliche Vorstellung davon, wie man den so macht, weil wie gesagt, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki und so, unblockbare Teile. Jetzt kommt gleich auch wieder einer und schreibt, Mike, die wurden schon mal geblockt, die sind nicht unblockbar. Ich packe diese Kommentare nicht mehr. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. So ist halt der Ablauf, wie ich finde, dass er perfekt ist, der Wurf der Könige. Aber jetzt zu diesen speziellen Kandidaten nochmal zurück. Und zwar machen die, wenn sie im Post sind, Verteidiger ist hinten, Rücken zum Verteidiger, die machen jetzt nicht erst diese Umdrehung weg vom Verteidiger. Nein, die springen jetzt kerzengerade nach oben und drehen sich am höchsten Punkt, also wenn sie in der Luft sind. Ich kann das von weit weg nicht, das muss ich ein bisschen näher machen. Also, sie sind im Post, ne? Ich treffe die nicht mehr von hier. Das kann nicht sein. Das ist ein schwieriger Wurf, da kannst du mir erzählen, was du willst, Alter. Das ist ein unglaublich schwieriger Wurf, wenn du dich erst in der Luft drehst und dann erst zielst. Für mich ist das nix. Überhaupt nix. Finde ich auch schon von der Theorie her schon nix. Aber naja, ich wollte erstmal darauf aufmerksam machen. Kennt ihr jemanden, der so wirft? Dann Feedback geben dazu. Verlinkt den Jungen. Man kann hier keinen verlinken, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es ist trotzdem auch immer wieder krass. Also ich denke da an zwei Leute, die ich halt privat kenne so. Und die haben das wirklich auch perfektioniert. Ne? Die machen damit ihre absolut sicheren Punkte. Und da sagt man natürlich nichts dagegen, weil wer trifft, hat recht. Und deshalb lasst die einfach so weitermachen. Ist ja auch so eine gute Sache. Es geht ja jetzt mir ein bisschen ums Gelaber, ums Theoretische. Ne? Theoretische und Praxis. Machen kann es jeder, wie er will. Da red ich absolut bestimmt niemanden rein. Ich gebe euch nur meine Meinung. Eure Meinung könnt ihr natürlich unten rein kommentieren. Sehr gerne. Wird auch immer gerne gelesen. Und jetzt nochmal zurück zu dem Turnaround Jump Shot, wie ich ihn gerne mache. Ich springe dabei nicht viel, weil ich nicht mehr wirklich viel springen kann. Ich bin alt, zerbrechlich, aber trotzdem mache ich ihn gerne von der Seite. Auch einfach nur just for fun alleine. Dass mich gar keiner blocken kann, ist auch mal sehr schön. Ne? Weil wird schon gern geblockt, also mache ich es alleine. Und jetzt einfach mal zugucken, wie ich das mache. Schau dir das an. Das ist die Sonne. Ihr seht ja auch die Sonne, die blendet mich voll ins Gesicht. Aber stört mich nicht. Ihr habt das gesehen? Gerne noch einen. Oh mein Gott. Hat sich nicht gut angefühlt. Der war schwammig links und rechts. Links und rechts verzogen. Noch einen. Schau dir das an. Oh, schau dir das an. Aber das Ding ist, mir macht der Wurf Spaß. Mir macht dieser Wurf Spaß. Dieses. Zu kurz. Das gibt's ja nicht. Das habe ich jetzt 2 von 2. Das kann nicht sein. Oh nein, die Kamera! Boah, Alter, war das knapp. Habt ihr das gesehen? Ach du meine Güte. Was geht jetzt an? Es ist nicht der Ernst. Ja, okay, Feedback geben, eure Meinung dazu, zu dem ganzen Thematik-Ding und überhaupt. Und vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Böö.